Hallo, herzlich willkommen bei der Streambacher Personal aus Karlsruhe. Alias Mr. T. Heute zum Aufwärmen, optimales Aufwärmen. Leider sehr vernachlässigt, ich gebe es zu, auch ich, manchmal ich schäme mich, okay, schäme vorbei, auch ich vernachlässige manchmal das Aufwärmen, vor allem eben das Aufwärmen auf dem Ergometer. 5 Minuten reichen da manchmal, kann auch 10 Minuten sein. 5 Minuten globales Aufwärmen, 10 Minuten globales Aufwärmen. Globales Aufwärmen heißt eigentlich ein allgemeines Aufwärmen auf dem Fahrrad, auf dem Crosstrainer mal ganz locker, Puls 125, 130, noch nicht hier die Zunge auf dem Boden, nicht übertreiben, sondern einfach lockeres Aufwärmen, Blutzirkulation anregen, Gelenkschmiere anregen. Und das ist notwendig, das ist ganz gut, weil es einfach präventiv ist und gegen Verletzungen vorbeugt. Man fährt auch nicht morgens, außer man hat ein geleastes Auto oder man hat ein geliehenes Auto, mit eiskaltem Motor, feuerfrei, Vollgas los, weil es tut der Maschine nicht gut. Und genauso ist beim Menschen auch, das tut nicht gut. Deswegen 5 bis 10 Minuten, ein sogenanntes globales Aufwärmen auf einem Herz-Kreislauf-Gerät ist in Ordnung. Wenn ihr zu Hause keins habt, dann könnt ihr auch gerne ein lockeres Seil springen oder selbst der altbekannte Turnvater Jan Hampelmann, bam, 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 tut es genauso, locker, entspannt aufwärmen, 5 bis 10 Minuten, Seil springen, Trampolin hüpfen, Laufen gehen draußen, Laufen zur Stelle, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen. So, dann kommt das Training. Und da kommt die erste Übung, zum Beispiel, wir machen jetzt zum Beispiel eine Grundübung, Kniebeuge oder die Beinpresse machen wir. So, was machen wir? Wir gehen direkt hin. Mr. T, was meinst du? Wir gehen direkt hin und stecken gleich mal eben bei der Beinpresse 3/4 aller Gewichte drauf und dann Feuer frei. Er schüttelt den Kopf, er sagt, nein, das ist falsch. Da gebe ich ihm recht. Warum? Ganz einfach, auch hier benötigen wir ein sogenanntes lokales Aufwärmen. Lokal heißt, dass wir die Muskulatur, die jetzt gleich durch die Übung unter Stress gesetzt wird, belastet wird, dass wir die aufwärmen. Und natürlich auch die beteiligten Gelenke und die ganzen Gewebsanteile, die damit beteiligt sind, wie das Gelenk selbst, Bindegewebsanteile, Knorpelstruktur, alle die bereiten wir jetzt vor, dass sie gleich belastet werden. Indem wir mit leichtem Gewicht, mit circa maximal 50%, 40% des nachherigen Belastungsgewichts erstmal einen lockeren Aufwärmsatz machen. Vielleicht auch noch einen zweiten Aufwärmsatz, gerade bei den ersten Übungen, wo man dann eben von den 40% Gewicht auf 50% des nachher belastenden Gewichtes geht und nochmal einen Aufwärmsatz macht mit 10, 12, 15 Minuten ganz leicht, locker und langsam ausgeführt mit höchster Trainingstechnik. Das heißt, am Umkehrpunkt nicht Schwung holen, schön langsam. Gleichmäßig auf die Atmung achten. So, nach den 1 bis 2 am Anfang, das heißt, wenn am Anfang des Krafttrainings steht, eher 2 Übungen für die Übung, dann gehe ich her und mache dann eigentlich mein Belastungsgewicht drauf, mit dem ich dann meine Zielvorgabe, die 8, 10, 12 oder auch 15 oder auch 6 Wiederholungen absolviere. Wenn ich dann diese Übung fertig habe für die Beine und ich trainiere jetzt zum Beispiel den Zweiersplit, danach kommt die Schulter dran, dann mache ich natürlich auch wieder für die Schulter. Bei der ersten Übung, wenn ich 2 Übungen habe, bei der ersten Übung wieder diese 2 Aufwärmsätze, erster Aufwärmsatz mit 40, vielleicht dann mit 50% des späteren Belastungsgewichtes. Wenn danach dann nochmal, in der Regel kommt auch noch eine Übung für die Schulter, eine zweite Übung, dann reicht es hier, wenn ich hier einen Aufwärmsatz mache. Warum? Weil ich ja davor schon 2 Aufwärmsätze für die Schulter gemacht habe und nochmal vielleicht 2 bis 3 Arbeitssätze. So, mir ist ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Zweiersplit Beine habe und dann noch die Schultern habe und vielleicht eventuell noch den Bizeps habe, dann gehe ich her und mache natürlich nicht, wenn ich 2 Beinübungen habe, bei jeder Beinübung 2 Aufwärmsätze, sondern bei der ersten Übung 2 Aufwärmsätze und bei der zweiten Übung dann 1 Aufwärmsatz reicht ja, weil ich davor ja schon die 2 Aufwärmsätze gehabt habe und nochmal eventuell wahrscheinlich 3 Arbeitssätze. Und somit wärme ich mich nicht nur global auf, sondern auch lokal. Ganz wichtig, dieses Aufwärmen ist eine präventive Maßnahme gegen Verletzungen. In der Regel entstehen hier, wenn man sich nicht aufwärmt, im Laufe der Zeit, das kann eine spontane Verletzung sein, das kann eine Muskelfaser sein, das kann alles möglich sein. Das kann aber auch eben sein, dass man im Laufe der Zeit durch die Summe dieser Fehlbelastungen natürlich hier irgendwann mal eben sich ins Ausschießt
und zwar spontan jetzt. Aber es war nicht nur der eine fehlende Aufwärmsatz, sondern es war die Summe der einfach der Vernachlässigung des gesamten Aufwärmtrainings. Deswegen ganz gut, wärmt euch global auf und wärmt euch lokal auf. Und zur Regeneration, das heißt nach dem Training, sollte man sich auch noch die Zeit nehmen, ein sogenanntes Cooldown-Training zu machen. Beim anaeroben Training entsteht bei Gewichtsbelastung-Training, auch bei Herz-Kreislauf-Training, entsteht natürlich eine sehr hohe Menge an Laktat, an Milchsäure. Wenn dieser Laktatspiegel nach dem Training hoch bleibt, dauert es einfach wesentlich länger, bis ihr euch wieder regeneriert habt. Wenn ihr danach ein 10-minütiges, lockeres Cooldown-Training macht auf dem Ergometer, auf dem Crosstrainer, Ellipsentrainer, auf dem Laufband, mit einer Herzfrequenz, die euch nicht groß belastet, 120, 130, ganz locker laufen, wo man noch reden kann oder fahren, wo man noch reden kann, dann baut sich dieser Laktatwert ab. Das heißt, ihr werdet dieses Laktat abbauen, der Körper nutzt es wieder als Energielieferant, der Laktatspiegel sinkt, ihr habt einen niedrigen Säurewert in der Muskulatur und das bedeutet, dass ihr eine viel bessere Regeneration habt, ihr erholt euch viel schneller und seid dafür eben beim nächsten Training wieder wesentlich fitter. Genau deswegen bitte an alle Anfänger, fortgeschrittenen Profis, Warm-up, Aufwärme global und regional macht definitiv Sinn, genauso wie das Cooldown. Das war's, Andreas Simbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Warm-up, Cooldown. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Jawohl, auch wenn ich es manchmal selber vernachlässige und das weiß ich und das ist nicht richtig, aber zu größten Anteil mache ich es. Das war's schon. Personal Trainer, Andreas Simbacher, das Passwort. Und Mr. T.